Mein Name ist Günter Fitzmann. Ich sitze hier am Schlachtensee in Berlin. Und das ist meine Heimat. Irgendwo ist immer noch was offen in Berlin. Irgendwo ist immer was zu hoffen in Berlin. Irgendwo ist immer was anstoffen in Berlin. Es kann auch mitten in der Nacht sein. Sein ganzes Leben hat Günter Fitzmann in Berlin verbracht, seit er 1924 in der Charité das Licht der Welt erblickte. Der König von Kudamm wurde er genannt. Okay, bist du dann zufrieden? Schön, du hast dich also entschlossen, ein neues Leben in die Welt zu setzen. Und jetzt bist du verantwortlich für das kleine Wesen. Ob es nun Forsyth, Charlie oder Nancy heißt. Du sagst, du bist angebunden? Du hast dich doch selber angebunden, Kind. Ach, und darüber willst du triumphieren. Mensch. Eigentlich wollte der junge Fitzmann gar kein Schauspieler werden. Doch wie das Leben so spielt. Nur eine schwere Verwundung im Krieg, also noch 1945, hat es mich noch mal ganz stark erwischt. Hat das verhindert, dass ich Sport studieren konnte, dass ich Sport treiben konnte, selber machen konnte. Ich wollte Sportlehrer werden, Sportjournalist. Mhm. Und bin dann auf die Schauspielschule 1945 gegangen, als ich zurückkommen konnte, ziemlich schnell als Verwundeter aus dem Krieg, und habe dann versucht, Regisseur zu werden. Bin aber bei der Schauspielerei, beim Spielen selbst hängen geblieben. Mhm. Und vor allen Dingen mit der Tendenz der Nachkriegsjugend. Wir haben, glaube ich, ein klein bisschen das in uns gehabt, was später die Studentenbewegung war. Ja. Wir sind auch auf den Kudamm gegangen. Wir haben politisches Kabarett gemacht. Für uns war es zu blöd, nach 1945 La pour La zu machen. Er trat im Berliner Kabarett die Dachluke auf. Hier lernte er Wolfgang Gruner, Achim Striezel und Jo Herbst kennen. Gemeinsam gründeten sie 1949 die Stachelschweine, die zunächst an verschiedenen Orten rund um die Gedächtniskirche auftraten, bevor sie 1969 ihr Domizil im Europacenter bezogen. Knöpfe dienten als Eintrittsgeld in dieser schwierigen Zeit, denn das Geld war knapp. Nur wer hochspielt, der kann auch hochgewinnen und die Vergangenheit von vorn beginnen. Wer niederspielt, der bleibt für immer dumm, dem nimmt man selbst die Zukunft krumm. Uns geht es gut, der Herr gibt es den Seinen. Mit der Vergangenheit sind wir im Reinen. Was? Mein Gewissen? Das ist völlig rein. Ich habe es nie benutzt. Es hat sich nicht ergeben. Und euer Schicksal wird es eben sein, brav neben mir, im Kaduk, Hunsche, Wolf zu leben. Was wir getan, das wird recht bald verblassen, weil ihr die Menschen sehr vergesslich sind. Verstehen wird man uns und keiner wird uns hassen. Das heißt, Gerechtigkeit ist zum Glück ja blind. Ich fühlte mich ja mit schuldig, deswegen habe ich auch mit politisches Kabarett gemacht. Wir haben gesagt, wir wollen uns stellen, die wir die Generation da sind. Immer wieder wählte Fitzmann auch Rollen aus, die sich mit der deutschen Vergangenheit auseinandersetzten. Freut mich außerordentlich, Sie persönlich kennengelernt zu haben. Blut bleibt Blut, Krieg ist Krieg. Der passive Widerstand ist die Ausgeburt jüdischer Niedertracht, eine rote Feigheit. In Berlin feiern internationale Halunken den jüdisch-jesuitischen Fetzen von Weimar. Bald marschiert die nationale Armee und rottet das pazifistische Gesindel aus. Ich bin eigentlich komödiantischer Journalist, ja, wegen meiner Tendenzen in der Ökonomie, in der Politik, überhaupt im Geist, im Wesen. Fitzmann mischte sich ein, auch ohne Kamera und Publikum. Viel Geld und Zeit opferte er karitativer Arbeit. Als Mitglied der Deutschen Herzliga galt sein besonderes Engagement herzkranken Kindern. Fitze, wie ihn die Berliner liebevoll nannten, half viel und gern. Ich muss zugeben, dass ich das tun darf, ja, das beölt mich selber, ja. Da habe ich Freude dran, dass ich sage, nicht, dass ich nur sage, ach, was bist du für ein gutes Kerlchen, sondern wenn ich sehe strahlende Augen so von Kindern oder von anderen, denen ich geholfen habe, die sagen, Dankeschön, das war prima, das freut mich, das salbt mir mein Inneres, ja. Also ist ja auch Egozentrik, die man da aufbringt, aber anders geht's doch gar nicht, wir sind ja auch nur Wesen, nicht? Das Herz sollte sich auch als seine eigene Achillesferse entpuppen. Zwei Herzinfarkte und eine große Herzoperation ließen seine Fans um ihn zittern. Geraucht habe ich ungefähr 50, 60 am Tag, und prompt mit dem Zucker zusammen ergab das eine schöne Herzoperation, dass ich dann 4 Bypässe brauchte. Also ich habe sehr unvernünftig gelebt,
Und vernünftig und gut geheiratet habe ich erst mit 40. Lilo wurde sein guter Geist und Mutter seiner beiden Söhne. Nach dem zweiten Herzinfarkt begleitete sie ihn ständig. Wenn man gemeinsam 77 wird, ist das schon also wirklich eine schöne Sache. Nein, ist der gar nicht geflogen. Nein, natürlich nicht. Ein bisschen umdisponiert. Nein. Überraschungsparty zum 75. Geburtstag. Die Gästeliste der Fitzmannschen Feste las sich wie ein Who's Who der Berliner Theater- und Filmwelt. Mit dem Sänger Frank Zander und dem Rennfahrer Kutte Klein verband Günter Fitzmann eine enge Freundschaft. Und das hieß etwas für einen Menschen wie ihn. Gelegentlich arbeiteten die drei auch zusammen. Im Grunde sind wir schon drei Berliner, die auch so ein bisschen zusammen rumulken können. Eine Berliner komische Mafia. Tanzen konnte er wegen seiner Kriegsverletzung nicht, aber er feierte gern und freute sich, wenn andere Spaß hatten. Fitzmann liebte seine Stadt und war gern unter Menschen. Ob bei sportlichen Ereignissen oder anderswo, er war eine Berliner Institution. Schau hin, wie du heißt. Fitze, also, du hast meinen Namen bekommen. Den Namen deines Patenonkels. Ich freue mich. Und ich werde immer für dich da sein. Hoffe ich dann, wenn ich kann. Siehst du? Und jetzt, du schämst dich, mein... Einen ganz anderen Vertreter der schreibenden Zunft spielte Fitzmann in der skurrilen Geschichte Tagebuch eines Frauenmörders. Sag mir, warum musst du eine Frau umbringen? Was spürst du dabei? Hass, Ekel, Libido? Libido? Der skrupellose Autor engagiert einen Frauenmörder für eine reißerische Story auf Bestellung. Fitzmanns Ausflüge ins Krimi-Milieu haben ihn sogar bis zu Edgar Wallace geführt. Er spielte in der Verfilmung Der Zinker mit. Ich müsste Ihnen meine zwingenden Gründe enthüllen. Was sind denn deine zwingenden Gründe? Geld, nur das Geld. Nein, Geld ist doch kein Motiv. Ein alter Imbisswagen und drei Damen vom Grill machten den Berliner Schauspieler schließlich zu einem der erfolgreichsten Seriendarsteller. An seiner Seite Brigitte Mira und Brigitte Grotum. Sehen Sie sich den Wagen doch erstmal von innen an. Werden mal aufschließen. Nee, Magda. Da haben wir uns geirrt. Wart mal ab, Oma, wart mal ab. Zwischen 1976 und 88 entstanden 137 Folgen dieser Erfolgsserie. Aber voll, du. So bleibt das doch. Das jollt richtig für die Erinnerung. Aber unnatürlich und künstlich. Kunst ist immer unnatürlich. Egon, hoch die Mühle, Aufnahme, los. Sommerherrschaften, das war's. Hallo, Karl. Ach, Günther. Da hat jeden. Setz dich. Danke. Berliner Herz und Schnauze, auch privat. Eine glückliche Fügung bescherte ihm schließlich sogar eine passende Rolle. Den Bierfahrer Koblank aus dem Berlin der Kaiserzeit. Was ist denn, Nante? Sag doch. Als denn, wie du verreist warst, also wie du zur Kur warst. Was denn, Nante? Das wird passiert. Mit mir. Mit mir und Anna. Nante, was? Nicht doch. Das ist nicht wahr. Doch, Rüssel. Liebe, liebe Nante. Nein. Doch. Als Dr. Brockmann in der Praxis Bühleburgen übertraf der König der Serien ab 1986 sogar noch den Dauerbrennererfolg der drei Damen vom Grill. Machen Sie doch bitte mit meiner Sprechstundenhilfe einen Labortermin aus. Ich wollte ja immer diese Figur mal spielen, wollte aber ein gewisses Alter erreichen, wollte mindestens 60 Jahre alt sein, um in einem väterlichen Alter zu sein, mit einer Routine, mit einer Praxis, die also eine andere Aufgabe ermöglicht. Gar nicht mal jung, frisch und taufrisch, sondern auch schon ein bisschen angeknackst, auch im Privatleben. Ich wollte also mehr eine väterliche Figur. Die Praxis Bühneburgen machte Pfitze so beliebt, dass sie sogar nach seinem Ausscheiden weitergeführt werden musste, mit Nachfolger Rainer Hunold. Der Erfolg riss nicht ab, als Fitzmann in den 90ern in die Rolle eines Berliner Werftbesitzers schlüpfte. Das Publikum liebte den Havelkaiser. Für den Havelkaiser und Dr. von Bülowbogen, Günter Fitzmann. Die goldene Leinwand erhielt Fitze gleich zweimal, daneben drei goldene Vorhänge als Theaterschauspieler, den Telestar und andere Preise. Aber ausruhen auf den Lorbeeren, das kannte er nicht. Oh.
Man ist natürlich nicht mehr so fit, nicht? Das ist wie ein Gebrauchtauto. Da muss man aufpassen, wenn man startet, dass der noch überhaupt noch mal anspringt. Also nicht stehen lassen, immer ein bisschen im Turnus bleiben. Und das blieb er. Mit Harald Junke drehte er 74-jährig den Film Letzte Chance für Harry. Lassen Sie mich los, verdammt nochmal, ich bin Hotelgast. Ja, ich zeig dir gleich, wo der Gast ist, komm. Und gleich mit zwei weiteren Urgesteinen der Berliner Schauspielerszene, mit Brigitte Mira und Harald Junke, war ja zwei Jahre später in dem Film ein lasterhaftes Pärchen zu sehen. Hast du was mit ihm gehabt? Nein. Sein Erfolg ließ ihn das Träumen aber nicht verlernen. Ein Traum war immer von mir, ich möchte meine Tarnkappe haben und 3 Milliarden. Mit der Tarnkappe möchte ich mir ermöglichen, dass ich all denen, die Krieg und Elend über die Menschheit bringen, eins vor die Birne hauen kann. Und mit den 3 Milliarden, können auch 30 sein, möchte ich all diesen kranken Kindern und Tieren und den Pflanzen auf der Welt helfen können.